Die 5 mal warum oder auch 5-Y-Methode ist ein Klassiker unter den Lean-Management-Werkzeugen. Trotzdem gibt es auch immer wieder Kritik daran und mancher Stolperstein lässt sich auch leicht umschiffen, wenn man weiß, wo die eben diese Stolpersteine liegen. Was die 5-Warum-Methode ist und wie man sie richtig einsetzt und was dabei zu beachten ist und wo auch ihre Grenzen liegen, das ist Thema in diesem Video. Los geht's. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Hand aufs Herz. Wer hat die 5Y-Methode schon mal angewendet und war dabei nicht komplett enttäuscht, aber auch nicht sonderlich begeistert? Wer landet beim fünften Mal Nachfragen immer bei dem Grund, die Geschäftsführung ist schuld? Schreiben Sie mir gerne mal Ihre Erfahrung in die Kommentare bei der Anwendung von der 5Y-Methode. Aber jetzt los! Der Sinn der Fünfmal-Warum-Methode ist es, den wahren Grund für ein Problem herauszufinden. Sich also nicht mit oberflächlichen Erklärungen abspeisen zu lassen, sondern so lange nachzubohren, bis man einen echten Grund gefunden hat. Und deswegen soll man auch bis zu fünfmal nachfragen, wie es eben zu der jeweiligen Situation kam. Und großartig machen das kleine Kinder, die können so lange nach dem Warum nachfragen, bis man völlig entnervt aufgibt. Dazu aber gleich als Einstieg ein Beispiel aus meiner Beratungspraxis. Eine Maschine in einer Produktionslinie stoppt immer wieder unerwartet. Warum stoppt sie? Weil die Überlastsicherung auslöste. Warum löst die Überlastsicherung aus? Weil ein Lager nicht ausreichend geschmiert war. Warum war das Lager nicht richtig geschmiert? Weil die automatische Schmierpumpe nicht funktionierte. Warum funktionierte die Schmierpumpe nicht? Weil die Filter der Pumpe verstopft war. Und warum war der Filter verstopft? Weil er nicht regelmäßig bei der Wartung gereinigt wurde. Und warum wurde er nicht regelmäßig gereinigt? Weil der Filter im Wartungsplan fehlte und sich nur ein Maschinenführer daran erinnerte, dass man den Filter eben auch reinigen muss. Alle anderen wussten es nicht. Der Filter wurde in den Wartungsplan aufgenommen und seitdem lief es auch wirklich regelmäßig, ohne dass es zu weiteren Stops kam und wurde eben regelmäßig gereinigt. Damit war er eben nicht mehr verstopft und weil er nicht mehr verstopft war, arbeitete auch die Schmierpumpe ordnungsgemäß und weil die ordnungsgemäß arbeitete, deswegen war das Lager geschmiert und weil das Lager geschmiert war, deshalb löste der Überlastschutz nicht mehr aus. In meinem kleinen Beispiel haben Sie die 5-Warum-Methode jetzt bereits kennengelernt. Man fragt fünfmal nach dem Grund und validiert dann rückwärts mit der Deshalb-Methode. So einfach kann das sein. Ich habe es gerade mitbekommen, deshalb war er nicht mehr verstopft. Deshalb war es ordentlich geschmiert. Also mit diesem Deshalb kann man rückwärts immer überprüfen, ob das auch tatsächlich funktioniert. Jetzt können Sie prächtig durch einwerfen, das ist doch völlig banal und logisch und es könnte auch tausend weitere Gründe gegeben haben und nachher ist man ja immer schlauer. Ja, Sie haben vollkommen recht. In der Rückschau, wenn die Lösung gefunden ist, klingt es absolut easy. Und nach dem Kleine 1 der Maschinenführung. Und warum ist dann bei genügend Warumfragen immer die Geschäftsführung schuld? Lassen Sie mich jetzt mal das Beispiel weiterspinnen. Warum fehlte der Filter im Wartungsplan? Weil man den Wartungsplan nicht regelmäßig überprüfte. Warum überprüfte man den Wartungsplan nicht regelmäßig? Weil die Schichtführer dafür keine Zeit hatten. Warum hatten die Schichtführer dafür keine Zeit? Weil sie mit anderer Bürokratie überlastet waren. Warum waren sie mit anderer Bürokratie überlastet? Weil der Controller ständig irgendwelche zahlen wollte. Und warum wollte der Controller irgendwelche zahlen? Weil die Geschäftsführung nur Berichte las und nie zum Gemba ging. Ah, die Geschäftsführung ist schuld. Jetzt haben wir es endlich. Das ist natürlich Quatsch. Denn in letzter Konsequenz ist immer die Geschäftsführung für irgendwas schuld. Trägt sie ja tatsächlich in jedem Fall des Unternehmens die Letztverantwortung für jegliches Handeln in der Firma. Aber dafür ist die fünf rum methode auch nicht gedacht. Sie ist nicht dafür gedacht, Probleme und ihre Lösung dahin zu verschieben, bis sie außerhalb meines Beeinflussungsbereiches liegen. So funktioniert das Ganze auch überhaupt nicht. Denn selbst wenn die Geschäftsführung regelmäßig am Ort des Geschehens, dem Gemba, wäre, wäre es nicht die Aufgabe, die Vollständigkeit des Wartungsplanes für diese Maschinen zu kontrollieren. Sondern eine Geschäftsführung am Gemba würde sehen, ob die Schichtführung auftretende Probleme an einer Shopfloor-Tafel thematisiert, und entsprechende KVP-Maßnahmen anstößt. Schauen Sie sich gerne mal meine Playlist zum Thema Shopfloor-Management in Ruhe an. Da gehe ich auf viele Themen von der Kultur bis zum A3-Report, der Shopfloor-Tafel und dem Morgenmeeting mit ein. Kurze Zusammenfassung, warum die 5-mal-Warum-Methode soll die wahren Probleme aufdecken, die noch im eigenen Beeinflussungskreis liegen. In meinem Beispiel könnte die Überlastsicherung aus allen möglichen Gründen ja auch ausgelöst haben. Die Schmierung des Lagers war absolut nicht der offensichtlichste Grund dafür. Und es gab auch in meinem Beispiel, an dem wir wirklich gemeinsam gearbeitet haben, auch keinen High-End Analyse Daten wie einen Fehlerspeicher, die man auslesen konnte, bei dem Auto, wo genau rauskommt, ah, das ist das Problem. Nein, das war mühsames Suchen nach dem Grund. Was macht man also? Also alle denkbaren Gründe jetzt mit der 5 Why Methode durchspielen. Nicht wirklich, denn die mal warum methode eignet sich für lineare Fehlerpfade, wie ich ihn gerade eben skizziert hatte, bei dem eigentlich immer nur ein Grund in Frage kommt. In meinem Beispiel gab es aber ganz viele denkbare Ursachen. Der Überlassschutz löste aus. Es kann am Material liegen, es kann an der Geschwindigkeit der Maschine liegen, es kann an Mikrostörungen der Energieversorgung liegen, es kann am verwendeten Schmiermittel liegen, es kann an der Bedienung der Maschine liegen, es könnte so vieles sein. Also wo fängt man jetzt wirklich an mit dem Suchen? Wir haben gemeinsam ein Ishikawa-Diagramm, auf Deutsch das Fischgräten-Diagramm, vor die eigentliche 5 y methode vorgeschalten und damit haben wir gemeinsam alle denkbaren Ursachen in die verschiedenen Kategorien eingeteilt und mittels Abstimmung im Team festgelegt, welche denkbare Ursache jetzt die höchste Priorität zum Testen hatte. Und dann haben wir genau diese eine Priorität eben diesen einen äh, denkbaren Fehlerfall genommen haben, den ausprobiert. Und wer mehr über das Ishikawa-Diagramm erfahren möchte, findet hier auch ein Video zum guten Einstieg, wie man das gut machen kann. Das ist auch mein Ratschlag zur Anwendung der 5Y-Methode. Den Wust an denkbaren Problemursachen ordnen Sie im ersten Schritt mit einem Ishikawa-Diagramm. Erstmal inventarisieren und ordnen nach den bekannten Clustern wie Mensch, Maschine, Material, Messmethode, Mitwelt und was es denn die alles gibt. Und dann als zweites Problemlösungswerkzeug nutzen Sie die 5Y-Methode, um die denkbare Ursache mit der höchsten Priorität wirklich untergehend zu untersuchen und zu analysieren. Und jetzt macht auch die 5Y-Methode richtig Sinn und führt sie auf die richtige Fährte. Welchen Impuls haben Sie jetzt aus diesem Video mitgenommen? Schreiben Sie mir das gerne in Ihre Kommentare, wie Sie über die Kombination aus 5Y und Ishikara denken. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.